Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sea of Thieves, schauen wir mal rein. Also ich habe damals die Beta gespielt, als das Xbox One war das, glaube ich, rauskam. Zeus Werther hat sich das gewünscht für heute. Und dann gucken wir mal rein. Aber wie lange geht denn das? Oh. Ah, ich wollte auf I drücken. Ah, okay. Solo Schaluppe Crew auf Stellung. Doch, ich leg mal los, bis Zeus da ist. Machen wir das Tutorial mal. Oh, jetzt. Bin ich mal gespannt. Ja, wie gesagt, ich hatte die Beta damals, ne, auf der Xbox One. Da ging ja noch gar nichts, noch nicht mal ein Schiff. Man konnte nur auf einer Insel rumlaufen. Hattest du erzählt? Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das geworden ist. Oh, das fing genauso an damals, das weiß ich noch. Selbe Szene. Nur lautstärkenmäßig, aber ich glaube, das ist okay. You look Wow. a little worse for wear, my Och friend. Gott, was eine You must Scheißmaus. be on quite the journey. I should eat something if I were you. A full belly can do wonders for your spirits. Once you're in good health, we'll speak properly. Halte Q gedrückt, um das Ausrüstungsmenü zu öffnen. Nutze um die Nahrung auszuwählen und lasse Q los, um zu bestätigen. Banana. Ja. Achso, links. Mit Schale? There, you look better already. Maybe even strong enough to reach the Sea of Thieves. Don't look so surprised. Gott, was ne Maus, These ey. days they call me the Pirate Lord. But back when Muss I mal eben discovered gucken. this place, I was just a Boah. bold explorer Wo like ist das you. Handgelenk, um dich einmal I dreamt of umzudrehen? finding uncharted waters filled with treasures and Na, rife muss ein with bisschen danger, rumspielen. where every sunrise brought a new adventure. You've been brave to make it this far. Not many do. Now Ja, you've aufgrund one der last kaputten crossing to Maus make. konnte ich auch keine Videos There schneiden, was a ne? trusty Ist immer steel wieder in the side, abgestürzt. though. There's a sword Ich in bin mal these gespannt, ob trees. An OBS owner jetzt noch doesn't seem to abstürzt. need it anymore. Nimm das Entermesser. Das da. F. Das ist doch kein Messer. Die. Ein Huhn. Ein Strand. Hallo. There's far more to being a pirate than a blade in your hand and a love of other people's money. It's about Grog finding your gehört auch way dazu. through ancient caverns by lamplight, digging up long lost treasures, and raising a frothing great tankard of grog when you live to tell the tale. For Voll all that, rum? Das war you need falsch the right übersetzt. equipment. Da ist er ja. Start by Moin, taking this Zeus. old shovel. Na, wie war's am Wochenende? I stowed a few belongings around here back in the day. The map will show you the way. Okay. Dann show me the map. Sehe ich die hier? Ah, ne, hier. Ah, doch. Rückhalten. Was will die Karte? Das ist die Karte. Oder? Kann ja. Nur. Ah. Okay. Bin da. Nee, da. Nee. Wo bin ich denn? Ich lauf mal. Ah, was ein Battlefield, okay. Ich habe den jetzt mal das Tutorial gestartet. Geht das lang? Endlich kann man die Lautstärke regeln.
Wie? Hast du Probleme gehabt? War viel zu laut und ich habe jetzt Jahrzehnte versucht, die scheiß Lautstärke runterzurügeln. Ah, von deinem Mikro, meinst du? Was vom Mikro? Vom Spielsound. Ach so. Also, ist ja toll die Karte, aber wo bin denn ich? Okay, warte mal, wir gucken uns mal die Gegebenheiten hier an. Ah ja. Okay, dann müssen wir da vorne hin. Also hier quasi vor dem roten Busch. Ungefähr hier oder noch weiter? Oder noch weiter. Ungefähr hier. Würde ich mal behaupten. Okay. Ah, siehst du? Kuh halten, Schaufel nehmen. Drücken. Ah! Ha! Volltreffer! Achso, muss weiter buddeln. Bring die Truhe des alten Seefahrers zum Piratenlord zurück. Okay. Aufnehmen. So. Aber rennen kann ich nicht, wenn ich das trage. Okay. Aber eine schicke Grafik ist es geworden. Also die Beta, wer sie nicht gespielt hat, das sah übel aus. Das ging zwar schon hier in die Richtung, aber meine Güte, sah das schlecht aus. Let's see if she still hides her secrets. Da. A fine weapon. She'll serve you well out there. Mhm. Wähle einen Gegenstand und lass Kulos, um die Auswahl zu bestätigen. Okay. There, now you look like a true pirate. There's plenty more to see, so why not stretch your legs and explore? I'll be here when you're ready to leave. Well now, I say you're as ready as you'll ever be for what's ahead. Allow me to show you the path. Oh, hier. Moses. The shroud is beginning to part. But you have one more task before your journey continues. Mhm. You may be ready to sail, but your ship still needs repairs. Go and tend to her wounds. Was ist das denn? Ah, ein Fernrohr. Auf zu neuen Abenteuern. Ja, okay. Wasser. Mit X, ne? Ja. So. Drücke F auf das Fallseil am Heck des Schiffes. Segelwinkel. Ah, hier. Segellänge. Was drücke S?
um den Mast aufzurichten. Okay. Nimm Holz aus dem Holzfass unter Deck. Oh, warte mal, ich muss die Mausgeschwindigkeit noch ein bisschen erhöhen. Nicht hier. Eingabe. Mausempfindlichkeit. Okay, gehen wir ein bisschen höher. Einfach mal zum Testen. So, okay. Unter Deck. Was war das hier? Wasser. Holz. Nehmen. Wie viel brauche ich denn? Ja. Mehr brauche ich nicht. Okay. Da steht hier überall Wasser drin. So, Mastfuß reparieren. Dein Schiff wird durch Kollision und Kanonenbeschuss beschädigt. Pass also gut drauf auf. Wasser. Okay. Wasser ausschöpfen. Bob der Baumeister, genau. Wo muss ich das jetzt? Tatsächlich. Kann ich das daraus kippen? Ja. Das war's schon. So, ein großer Eimer. So. Drücke F. Auf das Spill, um den Anker zu lichten. Okay. Reinstecken. Ja. Ah. Mhm. Auf das Fallseil am Heck des Schiffes. Das hier wahrscheinlich, ne? Jawohl. Ja, beweg dich. Achso. Auf zum Horizont. A new horizon. So. Ich kann mich ja aber trotzdem nicht bewegen. Hilfe! Ah, erst F drücken. Restored, passage through the shroud now beckons. Take care on this dangerous last leg of your voyage. Okay. Threats of all shapes and sizes lurk in its murky fog. Keep the wind in your sails and an eye on that horizon. And I'm sure you'll have no trouble. Grusel. Once you make it through, I will be waiting for you. A world of adventure beckons. Okay, da ist das Feuerwerk. Oh. Okay. Null Position. Ah, okay. Und das ist alles? Ja, okay. Nur dieser eine Griff ist dann die Null Position. Verstehe. Vielleicht wird's lustig. Oh, Herr. So ein Schiffsfriedhof hier, ne?
Ich glaube, das wäre in VR auch ziemlich cool. Oh. Das riecht nach Ärger. Nee, gibt's glaube ich nicht. VR. Aber es wäre geil. Oh, das sieht aber geil aus, der Hai. Hi, Fab, grüß dich. Willkommen im Chat. Nee, VR gibt's nicht, ne? Gut, klar. Ist ein Xbox-Spiel. Warum sollten die dann VR supporten? Oh. Wer kommt da denn? Hörst du auf, an mich zu schießen? Warte mal. Erstmal muss ich ein bisschen lenken. Ja, ich spiel's auf dem PC. Was? PS5 kommt's auch raus? Ich ungefähr gerade bin. So. Kanonen. Das ist Essen. Das ist Holz. Sperrt. Platz nehmen. Proviant, Proviant. Auf dem... Ach, hier. So, einpacken. Nur mal so ein paar. Ach du Scheiße. Der Kraken ist da. Na, wie viel kann ich denn da? Ah ne, gedrückt halten. Gucken hier. So, jetzt bräuchte ich aber einen Crewmember, der dann hier schießt, wa? Während ich lenke. Bin ich hier noch auf dem richtigen Weg? Hätte ich da dann gewusst? Wo weiß ich das denn? Wird es mal schon heller. Okay. Scheint so, als wäre das das Tutorial gewesen. Ah ja, siehst du. Ja, perfekt, Zeug. Dann können wir ja mal loslegen. Habe ich schon erwähnt, wie warm das hier drin ist? Alter! Was soll das im Sommer werden? Hast du schon mal gesagt. Ja, ne? Abartig. Spiel eigentlich zu laut im Vergleich zu meiner Stimme? Nee, etwas leise. Aber... Spiel zu leise? Also viel zu leise nicht, aber etwas leise. Oh, okay. Dann machen wir das ein bisschen lauter. Ja, gut, du hast auch eine tiefe Stimme. Ja. Manche würden sagen, sexy. Hello again. Ja, ich höre dich aber sehr leise. Ja, bei mir auch zu leise. Ich habe mich irgendwie gestummt, keine Ahnung, aber über den Controller.
So. Warte, ich kann nicht immer ein bisschen lauter ballern hier. Macht Maeve auch mit? Was ja, nicht? Ich bin aber noch im Territorial. Ah. Ja, das macht ja nichts. Ich und Michel können ja schon mal reingehen. Genau, kannst du dann bei uns anheuern. Jo. So. Müsste passen. Wie war es bei Oma? War gut? Gut. So. Ich war gestern schön grillen beim Kumpel. War sehr cool. Oh, gestern haben wir auch gegrillt. Ja. Geil, oder? Mal endlich wieder draußen sitzen und dumm Zeug machen. Ja, das Fleisch war nur nicht so gut. Oh, das ist schlecht. Ja. Ich war gestern bei meiner Zwillingsschwester. Da haben wir auch gegrillt. Ja, geil. Ja. Direkt ausnutzen, das Wetter. Logisch. Und dann habe ich noch ein bisschen mit dem Hund geknuddelt. Armer Hund. Wieso? Er liebt's zu knuddeln. Knuddelhund. So, Michel, Einladung ist raus. Okay, bei mir ist immer noch. Muss man eigentlich das Tutorial machen? Also, wenn ihr nicht komplett ohne eine Anleitung da rein wollt, dann. Ja. Dann macht das schon Sinn, ne? Aber geht ja schnell. No. Weil ich bin kein Fan von Tutorial. Ruhigere Gewässer. Du befindest dich in einer privaten Spielsitzung. Welcome to the Sea of Thieves. Open waters, beautiful islands and wondrous treasures await you. Aber so gesehen das falsche Schiff genommen. So, jetzt. Bud Spencer labert mich gerade noch zu. Wie denn, Bud Spencer kann dich doch nur eigentlich im Spiel anlabern. Ja, ich bin ja auf dem Schiff. Dachte, wir gehen auf mein Schiff, hallo? Ja, dachte ich auch. Als wenn es noch Teil des Tutorials wäre. Ja, wenn nicht, kann ich ja schon mal das Schiff ein bisschen einlagern hier. Ja, genau. Auch wenn es nicht meins ist. Haben wir schon Vollgas gehabt? Hört, Vollgas ist der größte Müll. Warum? Mag ich nicht. Viel zu kindisch. So, wie gesagt. Es gibt nur eins, Vollgas oder Vollbremsung. So, ich nehme die Vollbremsung. Seefahrt? Machen wir nicht. Andere Crews. Nein. Spiel verlassen nehme ich mal an. Ja, und jetzt ist mein Spiel abgeschmiert. Oh. Passiert noch. Warum das denn? Das habe ich auch schon letztes Mal gehabt. Passiert einfach mal. Tja. Die Technik. Na, ich würde eher sagen, es ist ein Spieler vom Spiel. Oh. Bei so schöne Grafik, das hält doch keine Konsole auf Dauer aus. Manchmal ist es so, manchmal auch nicht. Ja. Mal da, mal nicht. Malta? Mal da, mal nicht. Also so eine geniale Grafik ist das auch nicht. Ist aber schon anspruchsvoll. Also auch wenn es jetzt ein Comic-Stil ist, aber es ist trotzdem anspruchsvoll. Sehr detailreich und weitsichtig. Alter, meine Gardi ist noch komplett im Arsch. Meine Gardi hat Reparaturkosten von 10.875. Oh, dann gehen wir lieber nicht auf dein Schiff, ne? Aber sagen, ich hab das Geld, ich lass das Ding reparieren. Selbst wenn zu dritt braucht man keine Gardi fahren.
So. Jetzt kommt die richtige Einladung. Okay. Also hier läuft immer noch ein Intro, was ich nicht wegklicken kann. Oder vielleicht. Ja? Nein. Och, vielleicht mal ausprobieren? Nein, nein, geht nicht. Na, ich spiele auf Controller, also. Ich habe 157 Erfolge von 259. Das habe ich gesehen gestern. Ich habe schon geguckt bei dir im Profil. Jo. So. Also. Wo finde ich denn deine Einladung? Oh, im Postfach. Wo ist denn ein Postfach? Keine Ahnung. Ja, wenn du es nicht weißt, ich weiß es auch nicht. Na gut, kenne ich mich nur auch wieder nicht auf PC aus. Nö, ich bin einfach nur im Menü. Vom Spiel. Im Spiel gibt es keine Einladung. Geht nur über Xbox. Oh, dann hoffen wir mal, dass das Ding jetzt nicht abstürzt, wenn ich in die Xbox-App gehe. Die hatte ich nämlich noch nicht geöffnet. So. Einladung, beitreten. Hey. Bin ich reich. Du bist dabei, einem Spiel in offenes Meer beizutreten. Möchtest du fortfahren? Ja, sicher. Ja. Wir haben zwar jetzt andere Spieler drin, aber mit meiner Taktik dürften sie eigentlich nicht zu uns kommen. Okay. Können sie ja verkraulen. Mobben. Die werden eher uns mobben. Ja, wahrscheinlich. Mobben seid ihr auch noch nicht. Dass wir andere Spieler mobben können. Das müssen wir auch erst noch lernen, ja. Oh. Da bist du. Ah, an Land. Nein, ich bin an Land. Okay. Ich guck mal, ob ich zu dir finde. Okay, erstmal das Schiff. Mhm. Nächstes geht über Sortierung auf dem Schiff. Der unglückselige rote Baron. Spring ist hier. Okay, spring mal rüber. Und hui. Und jetzt lag ich. Eine Ratte. Um unbedingt Geld zu verdienen. Damit der Herr sich gute Klamotten leisten kann. Ja, im Menü habe ich gesehen, ich bin nackig. Bin ich jetzt wirklich nackig? Ja, hier. Kleidertruhe. Hier kannst du dich umziehen. Ah. Okay, gucken wir mal. Jacke hast du wenigstens und nimmt. Ja. Aber immerhin kein grünes Skelett. Sind das jetzt Sachen von dir? Oder ist das so allgemein? Ich glaube, ein paar Kostüme sind dabei. Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich meine nicht, dass du da jetzt was gekauft hast und ich ziehe das an. Oder so.
Einzige, was. Ich glaube, ich habe das Tutorial durch. Ja. Ich muss eh erst noch das Schiff vorbereiten, also. Und da schrumpft das Geld. Tja. Und Hose. Hose wäre auch nicht schlecht. Also für die CPU ist es schon etwas anspruchsvoller. Ja. Aber für die die Grafik ist bei 70% so. Ah, doch so viel, ja. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Voilà. Ah, jetzt ist das wieder 40% runter. Ja, das klingt vernünftig. Ich fahre mit einer Lagerkiste rum. Hä? Ich gehe jetzt mal mit einer Lagerkiste rum. Eine Lagerkiste? Ja, für Vorräte. Ah. Und dann machen wir ein Ritual, was ich immer als erstes mache. Oh oh. Muss ich mich dazu wieder ausziehen? Nee, wir greifen gleich Geister vor. Ja, das klingt nach einem Plan. Weil die haben die besten Vorräte zum Start. Okay. Und apropos, komm mal her. Zu mir. Mhm. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Ich hab den Sprung nicht geschafft. Ganz wie geplant. Eieiei. Muss ich auch noch rennen. Alter, wieder nicht. Das ist auch noch eine andere Leiter, ne? Am Steg? Naja, ist kein Steg, aber. Ah, hier. Das reicht. Juhu. Er hat's geschafft. Ja, aber schick. Und das Monkey Island Dingens, kann man das alleine spielen? Ja, kann man, aber dafür sollte man ein bisschen erfahrener sein. Okay. Einmal abstimmen hier, bei diesem Zettel hier. Einmal was? Hier, bei dem hier einmal. Ah. Okay. Willkommen beim Seelenorden. Botschafterflagge gehisst. Okay. Gib's mehr Geld. Ich befinde mich in einer privaten Sitzung laut dem. Ja, du musst wieder ins in die Xbox-App und musst dann musst da die Einladung annehmen. Ich als Freund. Achso. Dann mache ich das mal eben. So. Maeve. Geht das denn? Ja, zur Party einladen ist falsch, ne? Oder? Ein Bier einladen. Party einladung habe ich. Okay. Wieder mal raus, wieder mal wieder rein. Wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich es tun. Das muss ich jetzt mal über Xbox suchen. Ja, ich bin in aber Xbox Spiel und dann Spiel einladen. Ich habe mal eine Beitrittsanfrage gemacht. Ah, das so. Oder gehe ich wieder rein?
Dann zeige ich euch mal die Betthöhle, so wie ich sie nenne. Aber erstmal müssen wir ihn reinholen. Ja. Das müssen wir erstmal hinkriegen. Das ist ein Punkt. Ich habe deine Einladung. Da bin ich zu blöd, da jemanden einzuladen. Wie gesagt, ich gehe aufs Spiel drauf. Dann sehe ich und das Maverick, der vor kurzem gespielt hat. Sea of Thieves. Und dann kann ich zur Party da, zum Spiel einladen. Dabei zum Spiel einladen. Das habe ich ja nicht. Was nicht soll das denn sein? Bei den Xbox Socials. Du solltest mich hier einladen können. Den Xbox Socials. Alter, ich habe noch nie in dieser App rumgefummelt. Ich klicke aufs Spiel. Und dann musst du auf meinen Namen Rechtsklick Spiel und dann zum Spiel einladen. Rechtsklick tut sich gar nichts. Und wenn ich linksklick, kann ich dich nur zur Party einladen. Unter Party, da kannst du bei meinem Namen auf Rechtsklick Spiel und dann zum Spiel einladen. Ja, Rechtsklick geht ja nicht. Komisch. Ja, da kann ich dich nur zur Party, und? Das ist ja nur Gelaber. Was ist denn nicht hier? Ist das überhaupt cosplay-fähig? Ja, ist es. Ja, ja, klar. Wir spielen ja auch schon Cosplay. Ach ja, stimmt. Als wäre das nicht möglich. Tja. Stimmt auch wieder. Das war mal, wie heißt du auf Xbox? Maverick 8241. Ich gucke, ob ich das im Spiel selbst machen kann. Das muss doch irgendwie gehen. Ich gehe mir schnell was zu trinken holen. Ja. Sehr gut. Einmal so einfach hinzufinden. Ja, wie viele Eisel? Also ich finde ihn nicht. Also Maverick, ne? Mit großem M. Und dann Leerzeichen. Ist Maverick 8... überhaupt mit C geschrieben oder mit K? Mit CK. Ja. Ja. Ne? Und dann Leerzeichen 82411. Gut, wenn ich in der Xbox-App drin bin, dann sagt er mir auch, ich kann das Spiel starten. Ich habe es ja nicht über die App gestartet, sondern separat. Das wird jetzt das Problem 8, 2, 4 sein. Und dann war... 1-1. Da wird mir nur einer angezeigt mit einem Tintenfisch. Ja, genau. So ein gelbes Teil. Tintenfisch, der jongliert. Dessen Form auch sehr falsch aussieht. Ja, definitiv. Nicht, dass sehr wir da gebannt falsch werden. Warte. Oh, geil. Monkey Island. 100%ige Arbeit in diesen Tortales. Alles durchgespielt. Geil. Ich finde das so geil, das Lied, ne? Ja, dafür musst du aber jedes einzelne zu 100% machen. Ja. Eieieiei. Dann habe ich noch das hier. Ah, das höre ich nicht, wegen Urheberrecht wahrscheinlich. Oh, ja. Hehehe. Das ist... Das höre ich. Ja, das ist ja auch hier vom Spiel. Das Lied kriegt man erst ab Piratenlegende. Okay. Ah, watch a video with the drunken sailor. Ja, fast. Hier heißt es We Shall Sail Together.
Ja, bei denen dann. Ja, mein Lieblingslied? Wo ist denn das? Ja, klingt auch cool. Seht mal meine Galionsfigur. Günther. Günther mit der leuchtenden Laterne. Der Günther. Muss ich auch mal gucken. Wo war das? Hier. Die war Steuer-Dieting. Ja. 500.000. Nur für die Galionsfigur. Eieiei. Dann habe ich noch die Segel dazu. Auch nochmal 500.000. Ach du Scheiße. Naja, aber dafür sehen die geil aus. Ja. Ja, mal die Segel runterlassen. Die sehen gut aus. Zoomen kann man nicht, ne? Mit dem Fernrohr. Nee, weiter zoomen geht nicht. Okay. Mal darüber. Wir machen jetzt Segel-Contest hier. Oh, geil. Ja. Das sieht cool aus. Ich habe auch noch andere Segel, aber erstmal unauffälliger. Ja. Aus. Cool. Aber auch 500.000 und dann nochmal ein bisschen Athena Segel leveln. Ja. Ich bagger mal Larina an. Ich bagger mal die Lady an, die da steht. Na, bei der weiß man nicht so. Och man, das leuchtet nicht. Wieso habe ich es gekauft, wenn es nicht leuchtet? Ja, das leuchtet. Also ich sehe es recht hell. Hm. Keine Ahnung. Dann habe ich das hier. Aber das hängt gut fest. Adventure calls. So. Die Ashen Dragon. Oh ne, das ist zu dunkel. Das sieht man nicht. Ja. Ah, jetzt doch, ja. Jetzt. Die Schwerter. Das ist halt von der Xbox. Dann habe ich noch die hier. Mhm. Ist das Herr der Ringe? So, die Ringgeister? Nee, das ist einfach nur ein Geistersegel. Dann habe ich noch das hier. Aha. Da kriegt man durch die Flucht der Karibik Tortails, also. Ah, okay. Dann habe ich das hier. Eins meiner Favoriten. Aha. Soll aber nicht Assassin's Creed sein, oder? Origins? Nee, das gehört zu den Schnitterknochen. Aha. Das ist auch geil. Das fühle ich irgendwie. Ja. Hat was. Muss man nur sehr oft Geisterflotten besiegen. Okay. Hätte ich noch das hier? Auch schick. Da leuchtet nichts. Da sehe ich nur schwarz. Eigentlich leuchtet. Oder das hier? Das leuchtet, ja. Oder auch ein gutes. Ein Ahirsch. Das sieht aber geil aus, ne? Mit den Aurora Borealis und die Milchstraße. Mhm. Cool. Das ist von Seelenorden. Ah ja. Auch nicht schlecht. Jo. Scorpion. Ja, Maeve ist ganz schön lange, sich was zu trinken holen. Oh, ich hoffe, der ist ja in die Tankstelle gefahren oder so. Oder ist ein Atemzelt. Was ist wegen der Tankstelle? Ah, da ist er. Das hat er gehört. ich war noch auf Toilette. Ja, wow. Okay. Da also musste erst wohl ein schwarzer Wurm raus. Hey, wahrscheinlich hat er erst leer gemacht, um dann wieder voll machen zu können. Ja. Da, es wird schon wieder hell. So, dann warten wir mal auf ihn und dann. Einladung habe ich geschickt. Und dann gehen wir mal ja, habe ich gesehen. Ja, dann komme ich schon mal rüber. Ja, ne, die Bettöhle ist ja gleich hier drin. Achso. Dann brauchen wir nur das geheime Passwort, was halt nur ich gerade habe. Aha. Wahrscheinlich Robin ist doof. Oh, Maverick ist da. Ja, wahrscheinlich 88. Nee. Nicht so rechts hier, Mensch. Ist doch ja ein Kinderspiel. Hallo. Wieso rechts hier? Ich habe nur gesagt 88. Was? Ihr denkt, ist eure Sache. Ja, Mensch, ich bin Österreicher heute. Man denkt ja anders. Ach, Österreicher.
Er hat wenigstens verstanden, nicht so wie du, wie vorhin. So, dann gehen wir mal runter. Hä? Boah. Dunkel. Achten Sie den Boden. Guck an. Der gute Teppich. Ja. Aus der Poco-Domäne. Kommen Sie herein, kommen Sie heraus, suchen Sie sich was aus. So, ich eine Betthöhle. Ja, die Betthöhle wird gleich besser. Oh, ich bitte einmal ins Licht gehen. Was für ein Licht? Ach da. Das Licht. Boah, das ist viel zu dunkel hier. Ah. Kann ich auch Licht anmachen? Bestimmt, ne? Du musst ja nur die Lampe auswählen. Ah. Einmal ins Licht hier. Ups. Oh. Einmal durch den Wasserfall und dann sind wir schon in der Betthöhle. Na, erstmal. Ah, jetzt. Da sind wir. Schön Zeus hinterher dackeln. Ja, also ich gehe mal kurz shoppen, was ich so kaufen kann. Na, der ist ja lustig. ihr könnt hier nur sehr wenig kaufen. Ich glaube gar nicht. Das passt. Und selbst wenn, ist es hier arschteuer. Ach, guck mal, da ist Bud Spencer wieder. Also Piratenlord. Ja. Ich kann gar nichts kaufen. Ja. Bei mir ist alles gesperrt. Ja, weil ihr eigentlich noch nie hier runter dürft. Eigentlich. Warum nicht? Weil man hier nur als Piratenlegende hinkommt. Wir sind Legenden, glaub mir. So was wir uns gibt's hier nochmal. Legende. Aber auch nur in deine F14. So, dann lass mal lossegeln hier. Das Gold wartet. Ah, ich wollte gerade Musik hören. Komm, Michel, komm. Put. Biele, 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 biele. Es hat gerade die Entspannung eingesetzt, jetzt muss ich wieder los. Nee, Biele, 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 Biele. Oh nein, vielleicht. Oh nein. Wir gucken Atemzelt. Hier, nix. Aber mit einer Sache kann ich dich bitte beruhigen. Hier gibt's keine Siegestrompete. Ah. Immerhin etwas Positives. Ja. Na? Schiffsbauladen. Und die heißt bestimmt Brunhilde oder so. Oh ne, Sharon. Nee, Gertrud. Ah ne, Sharon. Gertrud! Ey, warte. Brunhilde, komm zum Essen. Brunhilde. Gertrud. Gertrudi. So ein Dildo, hä? Oh Gott. Ja. Im Sommermuskulus kann ich schneller allein machen. Können wir damit? Ah ja. Yo ho, Piraten, so, yo ho. Eine Glückslage drauf? Yo. Yo ho, yo ho, Piraten haben's gut. Und ne Buddel rum. Yo ho, yo ho, Piraten haben's gut. So, gleich kommt der erste Kampf. Oh, ehrlich? Ja, der ist es. Der ist eigentlich relativ einfach. Okay.
Noch einfacher geht's eigentlich nicht. Ich geh mal ins Nest, guck mir das mal hier an. Hast du keine Höhenangst, Michel? Doch, ich schon, ja. Ich könnte den Mast eigentlich abfackeln. Also, hopp. Nein. Nee, das ist eine Verschwendung von Brandbomben. Alteisen. Luke, geht dann los hier. Ja, sobald sich die alte Schabracke mal drehen würde. Der alte Oldtimer hier. Ist noch Baujahr 1888. Oh. Ich dachte 1291. Also so alt sind die Piraten nur auch wieder nicht, oder? Boah, das weiß ich gar nicht. Aber älter wie 18 irgendwas. Was tut das für Geräusche? Muss ich Angst haben? Nee, ich justiere nur die Segel. Ah. Nur denn nur im vollen Wind ist man schnell. Ja. Am besten dieses Lied singen, was die Piraten im dritten Teil am Anfang gesungen haben. Da, wo sie gehängt werden, ne? Ja. Ja, das ist ein geiles Lied. Ja, das gibt's hier nicht. Hm. Obwohl, im Hotel kommt's, glaube ich, vor. Aber auch nur kurz, glaube ich. Hm. Schon ein Weilchen hier. Das Wasser sieht gut aus, ne? Ist richtig schön animiert. Mhm. Ja. Wart mal ab, bis es schwarz wird. Ja. Dann kommt der Kraken. Oder ein Schwarzer ist zwar sehr gut. Da ist das da vorne, was wir hier brauchen. Jo. Okay. Und dann beginnt eure erste Seefahrt. Juhu. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Oh ja. Festung der imperialen Krone. Oh. Ja, da kommen schon die ersten Murmeln. Aua! Bockebonks. An die Kanonen, Männer! Ne, das ist Kanone. Oder? Vielleicht mal reparieren, ja. Und könnte ein Loch sein. Meinst du? Ja. Werft mal einer den Anker. Ja, Maverick, du stehst am Anker. Oh, hier, da läuft Wasser. Anker? Anker. Also das mit der Koordination müssen wir noch üben. Runterlassen. Da hinten ist ein Loch. Ah, der ist ja schon unten. So. Loch gestopft. Oh, habe ich meine gute Sniper dabei? Jo. Ach, da sind wir ja schon. Ah, da ist ja einer. Hallo. Komm, guck mit dir. Die Waffe nach vorne nehmen oder das Schwert schon wieder? Mit dem Mausrad kannst du durchswitchen. Ach ja. Jawoll. Töten. Geld. 30 Münzen. Boah, es ist dunkel. Ich bin Angst. Aber ist es eigentlich hell hier drin? Oder hast du deine Einstellung ganz schön dunkel? Standard. Hab dann noch nichts dran rumgespielt. Und draußen ist es super angenehm. Auch relativ dunkel. Ja, ne? Oh, da ist jemand drin. Ah, kann man nicht rein.
Oh, hier. Leiter. Aber wo ist denn der? Ah, hier. Ah, Entdeckung. Entdeckung? Ja, wenn ich was finde. Einmal Entdeckung. Mhm. Aua. Oh, Maverick brennt. Kann ich löschen? Ja. Oh, Maverick ist tot. Ja. Aber mir geht's auch nicht so gut. Ich glaube, ich muss mal... Oh, ich habe keine Namen. Und der ihr Affen. Und was muss ich jetzt machen? R drücken oder wie? Aua. Nee. Oh, ich hatte einen von hinten erwischt. Wenn's klingelt, einfach nur durch die Tür hier vorne durchgehen. Steht da? Bye bye. Ja. Aber auch nur wenn's klingelt. Dann öffnet sich die Tür. Okay. Jetzt. I was stuck in the door. Oh. In the door. Cool. Step over, help me. Was? 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 Hey, what? Da hast du wieder welche? Ja. Angriff. Ich muss gleich mal den Schlüssel für ganz oben suchen. Hier gibt es nämlich zwei Schatzräume. Okay. Dann kommen wir wieder an Land. Einen kleinen oben und einen großen unten. Einen großen unten? Hab ich schon mal gehört. Oh, Alter. FSK 18. Ja, ja, genau. Kurz FSK 18 geworden hier. Wir sind oben. Hier war doch so eine... Wir haben hier gerade... Die sind hier oben im Schlafzimmer allesamt. Oh. Oh. Was für eine Orgie hast du denn erwischt? Ich hab die alle erwischt. Ein paar wollen zu euch, scheinbar. Oh. Abwechslung. Jetzt bin ich auch hier oben. So gut. Ja, ich suche gerade mal kurz den Schlüssel für die geheime Lustkammer. Oh. Geheime Lustkammer, hallo? Ja. Ich glaube, man kann ja auch Lust zu essen haben. Auf Essen haben. Nee, die Küche ist ja unten. Ja. Ah, ich hab Gold gefunden. Ja, und ich hab die geheime Lustkammer hier oben aufgeschlossen. Das kann man jetzt auch interpretieren, wie man möchte, was? Ihr könnt ja mal die Schätze zum Schiff bringen hier. Alles, was hier liegt. Auch die Feuerwerkskiste. Einmal mitnehmen. Okay. Ja, ich kann ja nicht mehr mitnehmen. Autsch. Oh, was ist hier bloß? Gruppenvergewaltigung. Hilfe. Hilfe. Wollen einen abstechen. Ja, hab ich auch so das Gefühl. Aber sind wir doch so lieb. Ja, weiß nicht. Ich hab schon einige Tage auf See verbracht. Du und lieb Michel, wer es glaubt. Da herrscht nur ein schwarzes Loch, oder was? Habe ich recht, oder habe ich recht? Na, schwarzes Loch kann man das auch wieder... Weißt du? No, Alter. Was ist denn heute los? Das wird ein FSK 18 Stream. Was ist immer los? Alter, ich verlaufe hier die ganze Zeit. Wo komme ich denn? Ah, da geht's runter. Aber einfach vom Gelände und springen zum Schiff. Das ist sogar nicht so schwer. Ah, das geht mit Kiste? Ja, das geht. Oh, scheiße. Oh, der El Capitan kommt in der nächsten Welle. Hier unten geht's auch raus, man muss nur die Dings öffnen. Autsch! Wieder? Warte, nee. Michel, komm her. Wo bist du denn? Sesam, öffne dich. Hier geht's auch raus. Seeschlamm. Ach, da. Und die Kiste, die ich jetzt vor die Kammer stelle, die bleibt da scheiße. Stehen. Bin im Wasser gelandet. Solange da keine Sirenen oder Haie sind, ist auch alles gut. Macht aber einen schweren Eindruck, die Kiste.
Unter Deck oder wo bringen wir die Kiste hin? Beim Captain's Tisch. Das. Die ist hinten jetzt am Bug. Der Captain's Tisch. Aber hinten unter Deck. Am Bug, du meinst vorne am Bug? Nee, hinten am Arsch. Da wo Michel ist. Das ist nicht der Bug. Und wie droppe ich den? Bei mir ist es B. AX. AX? Ja, okay. X. Also, und jetzt den restlichen. Autsch. Ja, die schießen die. Ich glaube, die wollen nicht, dass wir den Schatz klauen. So. Boah, wo geht das noch hoch? Das ist verdammt dunkel. Da, hier ist sie. Da geht's hoch. Kapitän. Ist ja gar nichts mehr. Alles leer. Ja, das war ja, auch nur die erste Schatzkammer. Aua, aua, ich muss was fressen. Okay, dann nehmen wir Stäbi. Ja, ich würde auch gerne mal Essen einsammeln. Muss mal gucken, ob ich was finde. Hab ihn. So, dann kommt mal runter. Ja, komm mal gucken. In die Kammer. Runter in die Kammer. Kammer. Ah, hier. Bisschen da runtergekommen. Wo treibst du dich denn rum? Ah, hier. Ah. Guten Tag. Ich helfe euch alles hin, ihr bringt es unter Deck und ich gehe nochmal mit Lagerkiste rum. Ja, das klingt nach einem Plan. Und die braune Schatze hier könnt ihr, warte mal, ich hör mal die Schädel rein. Boah, warte, ich muss mir das heller machen, das ist ja abartig. Das ist ja gar nichts mehr. Das ist ja richtig übel. Video. Helligkeit. Hell. Ja, ich muss es auch schnell heller machen, weil ich sehe fast nichts. Wow. Ja, ne? Also 70 ist immer noch zu dunkel. Mal auf 80. Ich will ja auch nicht, dass im Hellen dann zu hell ist, ne? Naja, 80. Ist schon besser. Ja, dezent besser. Ja, nicht viel, ne? Aber in der Nacht ist es normal, dass man nicht so viel sieht. Ja. So, dann tragt mal die Schätze an Bord und ich hole uns noch mehr Vorräte. Ja, Vorräte klingt gut. Und dann beginnen wir den ersten richtigen Seefahrt. Mhm. Haben wir in die Nase. Bin zu weit gelaufen. So. So. Oh,
schon sehr erfolgreich. Die erste kleine Schlacht. Ja, haben wir, glaube ich, gut abkassiert da drin. Die Dinger kann man auch gut solo machen. Ja, das denke ich. Das denke ich. Das ist eigentlich noch ganz angenehm. Etage. Alter, es gibt schon viel. Ja, ein Haufen Zeug drin gewesen. Ey. Erwischt. Ja, ich meinte in der Lagerkiste, die ich habe. Ah. Was Vorräte angeht. Mhm. Ja, da müssen wir mal reingreifen gleich. Dass wir da nicht sterben beim Kämpfen. Die sortiere ich in die Fässer ein gleich. Wo es hingehört. Oben ist auch noch eine Kanonenkugelkiste. Damit man schnell zu oft zugreifen kann und nicht immer runterrennen muss. Okay. Der Schädel hat aber komisch geflüstert. Ja, die flüstern schmutzige Dinge zu. So, möchte einer mal in die Lagerkiste schauen, bevor ich sie einsortiere? Ja. Das ist was? Ah, hier, die da. Oh. Okay. Ich. Ein Hüftab drin erstmal. So viel kann ich gar nicht nehmen. Ich konnte zwei Sachen jetzt nehmen. Ja, das Holz mal wieder weg. Ja, man kann nur fünfmal was zu essen mitnehmen. 10 Kanonenkugeln. 5 Brand- oder Plunderbombs. Okay. Oder Kettenblut. Und 5 Holz. So, ich habe eine Mission aufs Captain's Tisch gelegt. Einmal abstimmen. Abstimmen geht hier auch. Ja, mindestens einer muss am Captain's Tisch jetzt nochmal sein Messer reintun. Ja, ich bin schon da. Wo kann man das abstimmen? Na, hier, wo ihr die Schätze, hier, da. Neben meinen. Ja, aber unter welchem Dingens? Tutorials abschließen ist es sicherlich nicht. Seefahrten. Ihr müsst einfach nur am Tisch stehen, ihr müsst gar nicht mal in die Einstellung. Oh. Ihr müsst einmal nur drauf gucken. Nur drauf gucken. Drauf gucken oder müsste eigentlich eine Taste angezeigt werden? Ah, hier aufs Messer musst du gucken, nicht auf den Tisch. Ja, habe ich gerade gesehen. Ein Kopfgeld. Ja, du siehst einen gefährlichen Skelettlord auf einer großen Insel. Ach, der Anker ist schon üben. Ja. So. Man macht ihn eigentlich immer oben, wenn es keine Schaluppe oder so ist. Oh, ist sogar gleich um die Ecke. Das sagst du so mit deinem jugendlichen Leichtsinn. Nee, ist gleich die fette Insel da vorne. Okay. Bitte geradeaus. Mission. Ah, warte mal hier. Mission. Karte. Ah. Mit F. Ah, okay.
geht's. Hideaway. Die vorderen, das vordere Siegel auch setzen. Jo, ich muss gerade erstmal sortieren. Weil sonst macht mich das Spiel hier kirre, wenn keine Sortierung drin ist. So, das vordere Siegel ist auch gesetzt. Ja. Fleisch, Fische und Köder kommen ins untere Proviantfass. Was, Köter? Köder. Na, Regenwürmer und so. Warst du noch nie angeln und hast ohne Köder geangelt? Wieso benutzt man Köter? Die Hunde braucht man doch nicht für sowas. Ja, besonders mögen die Fische den Nettohund. Holzbein. Mhm. Oh, was Gold? Ist ein fettes Bein. Kannst du ja schon mal das hintere Segel hochmachen. Kann ich? Ja. Wenn das war ein Befehl. Wenn du meinst, dass ich das kann. Ah ja. Land in Sicht. Nochmal so. Einen Schwung brauchen wir noch, ne? Aber nicht zu viel Schwung. Sonst liegen wir gleich drauf. Das dürfte eigentlich reichen. Oh, da geht's etwas zum Wasser. Nee, am Strand. Das Blaue ist. Dürfte eigentlich ein Schädel sein. Ah ja, ein Siegel. Hab ihn, war ein Schädel. Ja, und ich bin jetzt... Achso, du hast mich mit der Harpune geschnappt. Ich hab dich aufgespießt. Ja, ist geil für eine schnelle Rettung. Vorne ist. Ja, ich könnte die Kanone klettern, geil. Ja, bringt halt nichts. Die lassen wir hier liegen, die Klamotten. Kiste mit edlen Stoffen. Ja, die bringt nichts. Aber das bringt was. Noch mehr Kanonenkugeln. Eine schöne, nochmal eine Lagerkiste. Und da haust jemand. Hallo. Ja, Five Pace Frank. Oh, you're a proper pirate. Da liegt ja noch ein Schädel. Sag mal, was ist denn hier los? Wie viele sind denn hier gestorben? Geht aber nicht weiter, wenn ich nicht da bin. Nö, nö. Weil sonst kommen die Günthers. Die Günthers? Und boah, jetzt ich gerade. Okay. Ah, hier ist noch ein Schädel. Ne, gar nicht. War nur eine Flasche. Ja, kannst aufheben. Vielleicht ist doch hier was Gutes drin. Nö, die ist so halb eingebuddelt. Geht nicht. Musst du nicht ausbuddeln. Aber jetzt ist es viel zu hell, ne? Ja, hier, aber... Ja, ne, das ist keine richtige Flasche. Ja. So, danke. Kommt mal mit. Wir gehen jetzt mal. Ist hell. Nisu. Warte, ich muss es wieder dunkler machen. Das ist jetzt viel zu hell. Das ist ja übel. Du kannst dich auch nicht entscheiden, ne? Ja, im Hellen zu hell, im Dunkeln zu dunkel. Ja, Das ist angenehm. Scheide... Nee, du hast Scheide gesagt. So, was seht ihr denn? Hier ist ein Hocker. Gar nicht. So. Ach, da oben. Ach, da oben sind sie.
Dass sie immer wegrennen müssen. Oh, dann komm mal mit, ich habe sie gefunden. Wo wir hin müssen. Hier lang. Nö, nee, ich will mal da oben gucken. Da oben ist nix. Ha! Munitionstruhe. Flaschen, was haben wir denn da? Flaschen. Weg. Trete Zoriams berüchtigten Piratenclub bei. Ja, während du da hinten alles anschaust, sind wir schon am Arbeiten. Jo, passt doch. Wir dürfen für Michel die ganze Arbeit machen, was? Müsste das nicht eigentlich für mich gelten? Ich bin der Captain. Ein Captain, der nichts zu melden hat. Scheinbar nicht. Aber es gibt ja auch noch ein Schiffsgefängnis. Was man von innen bestaunen kann. Ja, schon entdeckt. Sehr gemütlich. Die schwedischen Gardinen. Ich würde nicht sagen, dass sie aus Schweden sind. Sagt man es ja so. Das sind aber keine schwedische Gardinen. Vielleicht Stahlgardinen, ja, aber nicht aus Schweden. Ja, wo renne ich denn hier rum? Bin irgendwo runtergefallen, jetzt komme ich da nicht mehr weg. Scheiße. Ich sehe nicht mal mehr deinen Namen. Siehst du? Oh. Ja, weil er außerhalb unserer Range ist. Ja, und die Schattenskelette sind nachts unverwundbar fast. Man muss sie mit Lampe anleuchten. Ah, so mit wie bei Alan Wake. Hä? Mit Lampe? Mit Lampe, aber auch nur nachts. Am Tag ist es wurscht. Wieso sind die nachts fast unverwundbar? Dann wären sie unsichtbar. Dann sind sie nur Geister. Wie wär's mal mit Hilfe hier oben, Michel? Geh mal in Deckung. Naja. Maeve hat gerade das Zeitliche gesegnet. Ja, und ich bin runtergefallen. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin fast da. Das war eine explosive Mischung. Sagen wir es mal so. Sagen wir es so. Ich nenne es gerne auch die islamistischen Skelette, nenne ich sie auch gerne. Okay. Selbstmordattentäter. Aber mit dem finde ich nicht meine 72 Jungfrauen. Bitte? Dann komm mal mit. Ja. Oh. Warum ist du in der Nähe? Alle machen wir eine Mission, die ihr eigentlich noch nicht spielen könnt, eigentlich. Oh, Goldies. Sind die gut? Ja, also... Oh, die sind schnell. Ja, die brauchst du nicht hauen. Ich hol mal kurz, was. Tut sich nichts, ne? Längst einfach auf einen Haufen. Hol mal kurz Feuer. Ich bin unterwegs. Ich hab, glaube ich, auch eine Brandbombe einstecken. Ich hab da vorne was aufgenommen. Nee, die kannst dich töten, Maverick. Hau ab. Einfach nur zusammen. Ja, mit dem Schwert kann man sie nicht. Ihr könnt zwar drauf feuern, aber das ist Munitionsverschwendung. Deswegen hole ich Feuer. So, wo sind sie? Direkt vor mir. Ich führe sie da in die Schlucht. Genau. Jawoll. Sehr gut. Nächste. Oh, das ist aber normale. Gleich ein bisschen Abstand nehmen, bevor wieder die Islamisten kommen. Weil selbst wenn die mit dem Schwert drauf hauen, macht das Bumm. Okay.
wie ich vorher schmerzhaft erfahren musste. Bing bada boom. Vor allem boom. Oh. Und nochmal Goldies. Ja, locken. Jetzt mal wieder zusammenlocken. Komm, ab in die Schlucht. Und auf den jetzt einfach raufschießen. So, jetzt kommt der Skelettlord. Und eine Art von Boss. Da sehe ich noch. Gibt's auch noch in Feuervarianten. Aha. Jetzt ruft er nochmal Skelette. Ui. Alter. Autsch. Ich bin im Wasser gelandet. Okay. Ich auch. Und ich auch. Und ich auf dem Strand. Hast du den ich bin da schon Strand gehst. Ja. Nee, halt, soll ich da? Ich muss essen. Ja. So. Scheiße, zu weit. Okay, auch cool. Oh, da ist er. Also bitte nicht die Kanone benutzen, man schießt sich nur rüber. Mhm. Oh, eine Meerjungfrauenstatue. Lord Helmchen ist da. Aua. Hoffentlich kommt jetzt kein Haihappen. Alter! Was schießt der denn? Mit der Pistole. Oh, der Gute. Ich bin wieder geflogen. Oh, oh. Aber so gut sind die normalen Skelette nicht. Nö, die normalen nicht. Achso. Feuer-Skelett-Lords, die knallen nochmal anders. Oh, jetzt hat er mich erledigt. Auf zum Fährmann. Zum Ferryman. Fire in the hole. Der nimmt aber eigentlich aus seiner Reichweite, ne? Au. So. Aui. Ich komme zurück. Ah, scheiße, ich habe keine Muni mehr. Ja, da drüben bei dieser Dings ist einer. Muni. Naja, jetzt hat er sich nach oben teleportiert. So, gibt's noch was zu essen? Ui, Ananas. Hey, du hast Ananas gesagt. Wenn hier einer Ananas macht, dann beste... bin ich das. Die Ananas ist die beste Frucht hier im Spiel, die heilt 100%. Hm. Ist aber auch dafür relativ selten, also nicht mitnehmen, solange es nicht nötig ist. Okay. Das Essen drin? Dann esst lieber Mango oder Kokosnuss. Banane. So. Burn. Hey, burn. Oh. Hui. Oi, oi, oi. Ihn angefackelt. Keine Muni. Der Naum mit dem Schwert drauf. Mhm. Schwertdash.
Die droppen auch manchmal Munitionsbeutel, die normalen Skelette, also. Ja, okay. Hab's gesehen. Boah, ich hab dich gelöscht im Wasser, das ist ja cool. Wer hätte das gedacht? Sonst keinen Sinn ergeben. Ja, das, bei manchen Spielen, da gibt's doch keinen Sinn. Er müsste eigentlich auch schon gleich tot sein. Eigentlich. Zu löschen. Oh, stimmt, hab immer noch keine Munition. Ja, hier vorne ist eine Munitionskiste. Da ist er doch. Ah. Tada. Erledigt. So. Was essen? Banane macht aber nicht viel. Ja, Banane ist auch der schlechteste Frucht hier im Spiel. Ja, das Gefühl habe ich auch. Die heilen nämlich, glaube ich, nur 20. Kokosnuss 30, dann kommen Granatapfel mit 40 und Mango 5. Mhm. Ne Voodoo-Puppe. Was machen die Schädel da? Ach so. Das sind keine Schädel. Aber die kann man auch verkaufen. Aber sind einpacken wahrscheinlich nicht so gut zu verkaufen, oder? Ah doch, mit Botschafterbonus bringen sie schon was. Wollen wir die Kiste hier mitnehmen? Nee, die Klamotten bleiben hier, die bringen überhaupt nichts. Nee, die, Die Lagerkiste, ja. Nee, die Lagerkiste war gemeint, nicht das andere. Also ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt, muss ich ehrlich zugeben. Was, Sea of Thieves? Ja. Bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Keine Ahnung, bin mir auch nicht so sicher. Wait mal. Der macht es noch ein bisschen anders Spaß. Bitte was? In was? Wir können ja gleich mal einen Wait machen. Der macht ein bisschen anders Spaß. Als Anfänger macht es, glaube ich, keinen Sinn. Aber ja, es auch nur eine Idee. Ja. Oder wir fangen mit dem Tor her. Ich sag mal so, die Mission war nicht schlecht. Das war ja ganz okay. Aber wenn ich so drüber nachdenke, was du da alles machen und beachten musst und hier, dann ist es schon so ein Survival-Spiel und da bin ich gar nicht so der Freund davon. Das machen wir zum Außenposten, verkaufen und schauen dann das Fluch der Karibik. Mhm. Die Story. Ja, das könnte lustig werden, ne? Ja. Ja, dann haben wir ein bisschen Story. Bitte? Dann haben wir ein bisschen Story hier drin. Jo, ja. Und dann nutze ich die Gelegenheit und gehe mal für kleine Königstiger. Ja, hoch. Jo. Jetzt haben wir ein Pissloch. War sogar wirklich eins. Kurze Gezelle hier. Gerade ein Skelettschiff. Hä? Schau mal zu unserer Linken. Ja.
Friedenskugel. Mach mal Anker. Da runter. Marker hoch. Ah, da sind noch Schädel im Wasser, Zeus. Ringer. Bin ich schon bei. Nicht nur Schädel. So, bin wieder da. Ja, wir haben gerade noch ein Skelettschiff versenkt. Oh. Kleines. Ah oh, ja, Mavericks am rumschwimmen. Ja. Dieses genaue Parken hier, das ist geil. Machen wir gleich jetzt mal Story. Mhm. Oh. Ja, wenn du das alles so einsammeln kannst, dann brauche ich ja nicht da rumzuplanschen. Perfekt. Das ist schon nicht alles weg. Am besten alles unter Deck bringen, was? Jetzt brauchen wir gar nicht mehr. Wir verkaufen ja eh gleich. Oben lassen? Ja. Und der Rest hochholt.
War das ein Fabergé-Ei oder wie die heißen? Könnt ihr nicht mal den Rest noch auf dem nach hier vorne bringen? Von unten nach hier vorne. Alles, was da steht? Jupp, alles. Bis auf die Lagerkiste. Okay. Weil umso schneller können wir verkaufen und umso schneller sind wir wieder weg. Ja, musstest du das nur sagen. Wir wissen das ja nicht. Ich habe ja noch einen Saphir im Wasser gefunden. Wohin soll der? Einfach nach vorne. Mit Schilden. Auf die Seite hier. Haben wir so gute Lichterding benutzen kann. Hier kannst du ihn wieder zu. Wie viel Kohle gibt das? Werden wir sehen. Ich würde mal so sagen 30.000 vielleicht, wenn es gut ist. So, alles raus da unten. Ja, die Seite noch. Die Herrscher. Ey, kann man auch nur verkaufen, wenn man ein Captain-Schiff hat. Mhm. So, alles weg dann, oder? Ja, das war's. Cool. Und jetzt? Sau raus! Hier. Kann man einfach abgeben. Mhm. Kann man fast alles abgeben. Was? Ah, mit echt, okay. Wie bitte? Ach, nichts. Oh, das ist so eine Lagerkiste. Gesagt? Was? Was ist? Ist das hier eine Lagerkiste, wo ich in der Hand habe? Nee, ist Zucker. Oh. Zucker. Sugar. Ja, könnte sogar hinkommen mit 30k. Mhm.
Sogar 40. Oh, da hat jemand ein Auto geknackt, das höre ich, wenn es hier. So, dann kommt man gleich mit. Hm? Autoalarm. Naja, was ist denn da? Weil jetzt gibt es nochmal einen kleinen Bonus. Okay. 63.000 haben wir. Ja, dann haben wir gut Plus gemacht. Noch einmal abstimmen. Habe ich jetzt eigentlich Goldsammler erhöht? Und dann stimmen wir gleich mal für Fluch der Karibik ab. Mhm. Sobald ich mir den nächsten Rang geholt habe. Okay.